In der letzten Episode, die EP 100 dazu. Ja, hier gibt's nichts. Also keine Waffe, keine Mission, kein Sammelgegenstand. Das heißt, wir haben einfach nur unsere Dinge, die wir plündern. In Anführungsstrichen. Tongekill. Oh geil, Level up, Leute. Ausdauer, Regeneration. Null Fertigkeitspunkte gewonnen. Ja, wir haben ihn schon wieder ausgegeben, bevor er überhaupt anzeigen konnte. Yes! Jackpot. Aber wir haben schon welche. Und das sind die... gib mir mal Ei. Ja, das muss sein. Die steht drin, echt? Kannst du? Die haben ja eigentlich ganz gut welche. Ist nicht notwendig war, sozusagen. Schön. Doch, echt schön. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge Nummer 36. Wir sind in Fiskbeck und die Maus sehr schnell. So, jetzt haben wir das korrigiert. Ja, also. Es gibt ja ein Ding, was wir in den letzten Folgen permanent hatten. Das nannte sich leere Container. Und das waren vor allem halt diese Werkzeugkisten. Die halt immer leer waren. So, das geht auf das letzte Update tatsächlich zurück. Wir haben das im Livestream letztens erwähnt. Moment, ich wollte jetzt heute mal hier diese Häuser hier oben. So, abgehen. Es haben sich nämlich tatsächlich sehr viele beschwert darüber, dass Container leer, komplett leer sind, wenn du sie halt, also es ist normal, so. Das liegt daran, weil sie eingeführt haben, dass die Container sozusagen 4 Ingame-Stunden leer bleiben und erst dann neu befüllt werden. Ja. Was leider nicht bei allen Containern so 100% funktioniert hat. Und genau diese Werkzeugkisten-Container sind dann tatsächlich diejenigen, die, bei denen es nicht funktioniert hat. Okay. Funktioniert nicht. Oh ja, schön. Ja, und deswegen sind die halt leer. Das haben sie jetzt allerdings noch nicht behoben. Also es wird erst wahrscheinlich mit dem Juni-Patch dann kommen. Wahrscheinlich schon. Tja. Wir sind zum anderen Eingang reingekommen, ihr Penner. Das heißt, die Dinger sind weiterhin leer. Davon gehe ich aus. Ja. Und die werden halt in 4 Ingame-Stunden nachgefüllt. Ja, das ist so letzten Endes die Quintessenz dessen, was hier ist. Die Dinge allerdings, die funktionieren, Gott sei Dank. Sonst hätte man echtes Problem. Das hätten sie wahrscheinlich dann auch in einem schnellen Patch behoben. Ja. Also das nur so, die Entwickler wissen das. Ich habe da auch im Stream dann auch mal Bescheid gegeben, dass das bei mir so ist. Und viele andere haben das auch getan, sodass sozusagen, sodass sie das dann mitbekommen haben, dass... das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das tatsächlich global ist. Das haben sie dann selber auch gesehen. Gott sei Dank. Sie spielen ja tatsächlich in den Livestreams immer dieselbe Version, die wir auch haben. Also, dass sie da nicht so irgendwie so ein Entwicklerbild haben oder solche Geschichten, sondern das ist tatsächlich dieselbe Variante. Also, das ist, dann können sie das nachvollziehen und dann wissen sie da auch Bescheid. Das kommt wahrscheinlich dann erst mit dem Juni-Update, das erst Ende Juni kommt. Das heißt, die Folge ist ja am 12. Das heißt, wahrscheinlich 2 Wochen später. Bis dahin müssen wir halt ein bisschen haushalten, vor allem halt mit den Adrenalinspritzen und solche Geschichten halt. Gasbuddel und so, das ist ja nicht das Problem. Und Granaten müssen wir halt gucken, wie wir da zur Rande kommen. Genau. Ansonsten gibt es ein Community-Event, wo ich aber wahrscheinlich nicht mehr dran teilnehmen muss, weil, ja, sie haben irgendwie, der Mond ist, ja, Westen. Und zwar Hunter jagen. Sie haben ein Ziel gesetzt. Von 150.000 Huntern am Freitag.
Am Freitag vor einer Woche, also das ist das Community-Event vor einer Woche. Haben sie das Ziel gesetzt? Das ist ein spiegelverkehrtes Haus, okay. Das ist genau gespiegelt wie das vorherige. Und mit Büschen drin. Am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 18 Uhr waren es von den 150.000 keine 50.000 mehr. Das heißt, jetzt haben wir, Moment, wir haben jetzt Sonntag 15 Uhr und ich gehe davon aus, dass das Thema schon durch ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr Hunter jagen, sonst hätte ich natürlich sehr gerne daran teilgenommen, aber naja, dann muss ich mich nicht unnötig in Gefahr begeben. Ja, und das Community-Event hat letzten Endes eigentlich nur den Effekt, dass du halt... Das ist, es gibt halt für die gesamte Community, also nicht nur die, die dran teilnehmen, sondern für alle. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch das Ziel so niedrig gesetzt, damit das auch eintritt. Kostenlosen Content. In Form von halt diesen Profilsachen hier. Also hier kommen dann neue kostenlose Dinge rein. Das kommt dann mit dem Juni-Update. Also das ist schon sozusagen fertig. Ich schätze, was sie halt gemacht haben, das ist oftmals so, dass... in so einer Spieleentwicklung, wenn das Ding halt, sag ich mal, durchentwickelt ist und dann halt Bugs behoben werden und solche Geschichten, dann haben die Grafiker halt nicht mehr so viel zu tun im Team, weil deren Arbeit ist ja im Prinzip getan. Die haben ja ihre Dinge erledigt und dann haben die halt nichts zu tun und dann machen die halt solche Sachen. Dann, also Grafik, also mit Grafiker meine ich natürlich nicht nur diejenigen, die halt Grafiken herstellen. so, wir wollen natürlich in diese Richtung... Ja, wir gehen weiter an der Nordküste, der Südküste entlang. Also das, was wir halt... Aber da waren wir doch schon drin, oder nicht? Ist ja auch egal. Ach Quatsch. Ja, das ist wahrscheinlich genau die Geschichte. Also das sind diese persistenten Container. Das heißt, das, was du halt durchgelootet hast, ist jetzt nicht mehr so, dass du einfach speichern kannst. Außer du hast halt nicht durchsucht. Speichern und neu laden, das funktioniert halt so nicht. Anzugshose Burgunderrot, echt? Haben wir die nicht auch an? Ne, haben wir nicht an. Hose. Burgunderrot. Die hat Aufprallwiderstand. Und was hatte die? Ne, welche hatten wir an? Die Jeanshose schwarz. Sichtbarkeit. Ja, das ist mir eigentlich auch irgendwo lieber. Das sitzt da wieder her. Ja, irgendwo kommt auch schon wieder ein Tank her. Ist der hoch oder was? Da drin. Echt? Nee. Ist er doch unten, okay. Okay, das kommt von da irgendwo. Also da, wo wir hin müssen. Na ja, ist ja gut. Ja, das ist direkt unter uns. Okay, das sitzt in der Küche oder so. Wo da immer das auch ist. Ja, also finde ich cool, dass sie sowas bringen. Sie sind ja auch selber sehr, sehr interessiert daran, dass das Spiel guten Stand bekommt, gute Bewertung bekommt am Ende des Tages. Also zu Deutsch, wenn sie wirklich irgendwann mal sagen, so, das war's, wir sind jetzt fertig mit der Entwicklung, wir arbeiten jetzt an Kosten. Pflichtigen DLCs, also ich denke Bugfixes werden sie immer haben, das ist einfach ein Problemchen, was halt ich denke, das ist ein Problemchen, was sie immer haben werden, ist einfach diese Bugfix-Geschichte, weil es gibt, jetzt, ihr seht ja zum Beispiel fällt Laub hier rein. High Top Schwarz, wie sieht denn das eigentlich aus? Nur mal gucken. Ach, du Schande, echt zu viel schon. Kurze Strähnen, schwarz, oh. Was war das gewesen? Hightop, war das Hightop schwarz? Achso, das ist einfach nur so. Okay, komm, Junge. Oh ja. Ne, warte mal. Da brauchen wir Pilotenbrille schwarz. Dann brauchen wir unser Metalhead wieder. Dann nehmen wir mal, warte mal. Eine Fliegerjacke schwarz. Warte mal, was ist denn die Fliegerjacke schwarz? Die hat gar nichts, okay. Gibt es auch eine Hip-Hop-Jacke schwarz-weiß? Hat die irgendwas? Die hat auch nichts. Motorrad-Jacke schwarz hat nichts. Bomber-Jacke schwarz. Na gut, das war ja eh DLC.
Echt, das ist das Einzige. Sichtbarkeit. Ja gut, dann nehmen wir die Sichtbarkeit. Wir gehen nochmal aufs Hemd. Was hat das Burgunderrot? Geräuschreduktion. Gibt es das auch irgendwie? Hellblau hat gar nichts. Das hat Feuer. Aufprall. Aufprall. Feuer. Feuer. Geräusch. Nee, dann bleiben wir halt so. So, und Hose war... Das war die Sichtbarkeit. Genau. Und diese Schuhe... Die haben Geräuschreduktion. Geschosswiderstand. Geschosswiderstand. Schade, dass sie Schwarzsticks haben. Geschosswiderstand. Skaterschuhe. Explosionswiderstand. Geräuschreduktion. Ja, dann machen wir das so irgendwie. Ein paar Sneakers anziehen. Ja, im nächsten Haus knatschelt es auch schon wieder fröhlich vor sich hin. Okay, ich denke, hier ist nicht mehr, genau, das ist da das Haus da drüben. Der Tank ist schon da irgendwo da drüben, also von daher. Das Thema hat sich bald ausgetankt. Gott sei Dank. Okay, falscher Eingang. Ja, der ist in die Richtung. Okay, der andere sitzt da drüben drin, okay. Ah, das ist ja schön. Gut. Kommt er jetzt her oder was? Oder wie ist das hier? Es wird doch langsam hell. Der ist halt irgendwo dahinter. Da ist nicht wirklich was zu sehen. Na gut. Doch. Da war irgendwas hier an diesem, wo das Kreuz gerade ist. Dachte ich. Ja. Ist ja auch egal. Ja, was mir noch auffiel in der Folge 33 und 34. Das war ja die ersten Folgen im Mai-Update. Da war ich relativ leise. Ich habe zwar noch versucht, beim Editieren ein bisschen was rauszuholen. Das lag daran, weil ich das Mikro... Ich habe ja das ja schon mal ein paar Mal erzählt, dass ich ja gezwungen bin, Generation Zero sozusagen invers zu spielen. Also eigentlich mein das Setup in umgedreht ist, wie ich es eigentlich immer habe. Und da muss ich das Mikrofon nachziehen. Das hatte ich vergessen. Das ist mir dann erst bei der Folge 35 dann aufgefallen, dass das Mikro falsch sitzt. Deswegen waren die dann, war ich dann teilweise etwas leise. Aus dem... Wenn es spannend wird, bin ich meistens sowieso etwas leise. Irgendwie automatisch. Das ist gar nicht mal so, dass ich das bewusst steuere. Ich bin immer automatisch in so einem... Oh, endlich Entdecken-Modus bin. Ja, die hatten wir ja schon. Gut, alles klar. Ich denke, dann sind wir hier mit Callaby fertig. Fiskebäck, Entschuldigung. Und ich sag's mal so, es hat auch lang genug gedauert. Ja, wir werden als nächstes mal in die Richtung gehen. Ja, unser Unterschlupf, das ist da hinten irgendwo. Ja, und die Leiste, ich hatte das fälschlicherweise gesagt, 180 Grad, das stimmt natürlich nicht. Es sind 360 Grad, die Leiste. Bildet sozusagen den kompletten Rahmen ab, was um... Naja, es wird hell. Was um uns herum stattfindet... Also ich habe das Licht ausgemacht. Deswegen sehen wir natürlich Dinge, die auch hinter uns sind. Wenn es nur 180 Grad wäre, wären es ja nur Dinge vor uns. Und das ist natürlich schon praktisch. Naja. Ein bisschen Muni. Ja, den einen Fund, den wir ja in der letzten Folge hatten, mit 44 Schuss für die fürs Automatgewehr 5, das war der Hammer. Ja, leider nicht. Leider nicht, okay. Ja, und dann haben tatsächlich dasselbe Leute danach gefragt, was ich auch schon mal erzählt hatte, dass diese Marker, erstmal, dass man mehr Marker hat, und dass diese Marker halt die Möglichkeit haben, dass du halt sagen kannst, okay, Entfernung. Also muss ja, kann ja auch eine Option sein in Einstellungen, dass du sagst, Marker, Entfernungsausgabe, ja oder nein. Aber letzten Endes ja, das wollen sie eigentlich auch noch einführen. Das Lustige ist ja, dass sie
Sie haben mir den Schwierigkeitsgrad angezogen, weil wohl relativ viele da den Wunsch danach geäußert hatten. Ja, ich versuche mal ein bisschen fernab der Wege unterwegs zu sein. Weil ich das Gefühl habe, das könnte langfristig gesünder sein. Und sie haben dann, da, also der Matt spielt dann halt immer, der Graham kümmert sich dann ein bisschen um die... Na komm, wir gehen mal komplett hoch, da oben sind auch Felder. Der Graham kümmert sich dann halt um die, das Beobachten der verschiedenen Chats. Und der Matt musste dann tatsächlich seinen Spielstil ein bisschen umändern, weil er halt dann tatsächlich ein bisschen in die Bredouille kam, wenig, also weil sie halt kein Entwicklerbild halt mehr haben, sondern das Spiel, was alle spielen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn du halt weniger Munition findest, dann gilt das natürlich für die Entwickler auch. Und natürlich auch fürs Marketing-Team, das ist ja klar. Ja. Und da hatten sie tatsächlich, also der Matt hatte tatsächlich Probleme, mit seinem Spielstil da zurechtzukommen. Er musste dann tatsächlich defensiver agieren. Der Schwierigkeitsgrad zwingt die Spieler halt ein bisschen dazu, ein bisschen defensiver zu agieren, im Generellen. Nicht permanent, aber im Generellen schon. Was ist das da oben? Warum bewegt sich das? Weil das ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein. Da kann es doch. Okay, wir gucken nochmal nach, ob das alles nachgeladen ist. Ja. 29 kriegen wir jetzt aufs Automatgewehr 4. Da haben wir eine Erweiterung gefunden in der letzten Folge. Ja, guck mal, was da lang läuft. Hunter, da vorne, Leute, da. Ja, das ist diese Nebenstraße, okay. Das ist die Nebenstraße. Ja, guckt euch mal die Berge da vorne an, alter Schwede. Das ist doch ein Monstrum. Vor allem, wenn man da überlegt, was ist denn da oben drauf? Das ist wahrscheinlich Rusa-Berge. Ja, das sieht man ja hier schon. Das sind teilweise richtig krasse Cliffs. Wenn du da in die Bredouille kommst. Ach du Schande, Leute. Guckt euch mal an, was da los ist. 5. 5 Hunter. Und das sind, wenn ich das richtig sehe... Ja, ist ein militärischer, genau. Sieht man den roten Schläuchen dann auch, die sie mit sich führen. Alter Schwede. Okay, wir gehen ein bisschen hinunter. Ja, das ist mir zu nah. Das ist mir auch hier draußen viel zu heiß. Also ich meine, ein Hunter ist draußen schon eine hervorragende Herausforderung. Also wenn es nicht gerade ein Prototyp ist. Aber 5 militärisch, das ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt, also es gibt wohl relativ viele, die halt in Teams spielen. Und für so ein Team wäre das natürlich super. Dann könntest du so ein Hinterhalt sozusagen vorbereiten. Und dann zieht halt einer dann irgendwie die Aggro auf sich und die anderen nehmen die halt dann zum Beispiel mit was weiß ich, könnten ja zum Beispiel die Granatgewehrs halt drauf zielen. Einer zieht die Aggro auf sich und die anderen... Dann hast du halt ein paar Gasbuddeln schon vorbereitet und dann geht's halt rund. Da wird halt gefeuert, was geht. Aber allein ist das, das ist töricht. Das sollte man nicht unbedingt tun. So, wie weit ist es denn jetzt noch? So, wir sind rausgezoomt. Schau noch ein Stückchen, alter Schwede. Ist das unterhalb? Okay, wir müssen irgendwann mal... den Grat rechts von der Straße herunter. Ja, hier ist immer 50. Lustig. Ach du Schande, ernsthaft. Ich höre noch viel mehr Hunter von vorne. Oh. Ja, die laufen tatsächlich bevorzugt auf den Straßen entlang. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so clever, auf den Straßen entlang zu laufen. Schön. Wie immer der auch uns gesehen hat. Okay, lass uns ein bisschen nach unten gehen. Und mit ein bisschen meine ich ein ganzes Stück. Okay. Da
ist das Gelbe wieder aus. Okay, ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, wir sind tatsächlich jetzt auf der Höhe der Gebäude. Also viel weiter runter sollten wir nicht unbedingt, aber ich sag mal so, wenn es Not am Manne ist, dann tut man das natürlich schon. Und hier gibt es ja kein Verstauerungssystem. Wie in anderen Spielen. In anderen Spielen hätten wir uns jetzt wahrscheinlich wieder alle Haxen gebrochen. Oh, cool. Ich könnte es viel mehr genießen, wenn nicht so viel mit Maschinen unterwegs wären. Ja, man muss hier viel mehr umgehen. Ja. Also der Matt hat noch mal, der Graham hat noch mal erklärt, dass diese ganzen Boni von den Kleidungsstücken, die du hast, halt immer nur so ein kleinen Effekt haben. Also es gibt da jetzt nicht so die, also sie überlegen halt, dass sie halt so komplette Sets einführen und das kommt mit diesem, wenn das Hunter-Ziel umgesetzt wurde. Sekunde. Also wenn das mit den Huntern geklappt hat, wovon ich stark ausgehe, weil Zeit ist eigentlich bis Montag und es sieht wohl so aus, als wäre das schon am Sonntag durchgesetzt. Sind das Maschinen oder sind das nur Büsche? Okay. Bleiben die da stehen? Wahrscheinlich ja. Okay, wir müssen einen Umweg laufen. Das ist mir gerade etwas zu heiß. Da vorne ist ein Unterschlupf. Ernsthaft? Ah, da vorne in diesen Hütten. Okay. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das erstmal hier sein. Und suchen erstmal einen Unterschlupf, dass wir sozusagen den Fortschritt, den wir haben, hier nicht uns gleich wieder wegwerfen oder so. Keine Ahnung. Na gut, wir haben genügend. Ja, das ist nochmal eine Stufe hinunter. Ja, da ist auch wieder irgend so ein Tank oder sowas unterwegs. Also nicht ein Hunter, sondern halt schon ein bisschen was Schwereres. Ja, und hier ist tatsächlich ja dann doch deutlich weniger los als, also auch auf der, in der Landschaft zu finden und so, als jetzt, wie es zum Beispiel auf der Insel Iboholm war. Wo wir ja in der Folge 30,5 nochmal waren. Das war ja eine ganz andere Hausnummer, was da alles unterwegs war. Also nicht nur unterwegs, sondern halt auch, was zu finden war. Ist das dann doch oben oder unten? Ne, es ist einfach nur noch ein... Hä? Moment mal. Wenn der da hin zeigt... Ich schaue genau hin und das soll dann hier unten irgendwo... Da ist doch gar nichts. Da würde aber kaum da hinten sein. Okay. Moment. Das scheint wohl irgendwas zu sein, was hier nicht eingezeichnet ist. Oder wie ist das hier? Hier soll das sein, echt? Ist ja hier ein Bunker oder was? Achso, das könnte sein, dass hier ein Bunker ist. Echt? Ja, dann ist das ja dämlich, in den Tag da runter zu gehen. Nö, das sind nur normale Häuser. Ist aber nichts zu sehen hier. Warum da ein Unterschlupf? Da ist doch gar nichts. Das könnte natürlich eine Höhle gewesen sein oder sowas. Können wir mal gucken, vielleicht ist ja da irgendwie so ein Höhleneingang oder so. Das ist auch cool, wie das von der Sonne beleuchtet wird. Also die Beleuchtungseffekte in dem Spiel sind echt hervorragend. Die sind richtig, richtig gut. Da unten vielleicht. Tatsächlich, da ist tatsächlich eine Höhle.
da ist ein Unterschlupf drin, ernsthaft? Wie soll man denn da drüber kommen? Hä? Aha. Hier ist der Unterschlupf drin, oder was? Tatsächlich. Das ist ja cool. Also, und diese Geräusche sind... Ja, okay. Das sind irgendwelche Falken oder so, die dann auf Höhlen hinweisen oder sowas. Ah, siehst du, kein Bunker. Bin ich ja froh, dass ich hier nochmal her bin. Oh ja, klingt gut. Komm, Junge. Geh mal da hoch. Sehr schön. Dann haben wir hier einfach mal einen Unterschlupf gefunden. Lager, ja. Okay, wir gehen jetzt trotzdem erst nochmal zu dem Haus. Inzwischen ist ja hell. Tagsüber nicht in den Bunker kommt. Das klingt komisch, ist aber so. Villa Solhöyden. Ein Sammelgegenstand, war das richtig? Halt. Genau. Ja, genau. Die Beuten haben sie ja nicht mehr angezeigt. Da vorne ist der Leuchtturm. Cool. Ach ja. Da ist ein Rucksack und da ist eine Kiste. Gut. Sehr schön. Das ist schon recht tief. So, und das ist die Villa dazu. Mit einer Garage, die man nicht begehen kann und einem Miniaturhaus daneben. Und das ist wirklich typisch norwegisch. Also nicht vielleicht, weiß jetzt, also skandinavisch wahrscheinlich, denke ich. Nicht nur norwegisch natürlich. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Ziegeldach. Aber ich habe das öfter gesehen, dass die... dass in diesen Häusern dann immer so ein wirklich so ein aufwendiges kleines Haus daneben war. Das ist echt witzig. Ja. Ach so, das ist wieder. Ist der hier vorne? Der ist tatsächlich hier. Ernsthaft. Achso, wir sind. Naja. Ja, so kann man das auch machen. Die Springtaktik sozusagen. Wo war der jetzt drin? Hä? War das hier? Nö. Ach, hier saß. Ja, die haben sie echt gut platziert. Was sagt eigentlich das Inventar? Das Inventar sagt heißer Joche. Ja, was willst du machen? Es ist sehr voll. So. Okay, hier irgendwas. Der Fernseher ist Gott sei Dank aus. Boah, das ist so cool. Da muss man einfach nur mal vor die Tür treten. Huch, was ist denn da hinten los? Ja, komm mal. Ah, echt? Da wird bestimmt noch so interessant dort. Cool. Echt? Und das nennt sich Villa. Das ist ja lustig. Riesen Arbeitszimmer. Diese Stühle. Ach ja. Aber sonst... Ja, der Sammelgegenstand halt. So, mal gucken, ob wir den finden. Ich habe an einigen Stellen schon Sammelgegenstände übersehen. Das habe ich, fiel mir dann in Aufnahmen auf, aber vielleicht werde ich das irgendwann mal raussuchen. Dann machen wir dann am Schluss vielleicht nochmal eine
Sammelgegenstand. Absucherei. Aber das ist ja nicht so wichtig, sag ich mal. Also nicht so wichtig, natürlich wegen der Punkte schon. Huch. Interessant. Was könnte das für ein Sammelgegenstand sein? Weil die Sache ist ja die, es kann ja ein Gartenzwerg sein. Oder eine Kassette oder ein Pferdchen. Okay. Wir gehen mal auf den Berg und gucken mal, ob wir Richtung 1 irgendwas sehen. Na, schauen wir mal. Hier hinten ist ja Gott sei Dank ein bisschen ruhig. Ach du Schande. Siehst ja gar nichts. Okay, geh mal in die Hocke. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Da was sehen. Das wage ich fast zu bezweifeln. Es ist aber schon... Hier ist ein Haus, Garage. Da hinten ist genau... Wir waren eben auf der anderen Seite von dem ganzen Anwesen. Und es ist aber nichts zu sehen. Und vorn waren da... mehrere... Trötemaschinen. Na gut. Na komm, wir bleiben in der Hocke. F, Licht aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Vielleicht innen drin noch ein bisschen, aber draußen nicht. Das Spiel ist auch so ein Spiel, wo man wirklich die Zeit vergisst. Also ich persönlich muss immer, ich muss mich hier sehr oft ermahnen, zu gucken, wie vorangeschritten die Folge ist. Manchmal bin ich da echt erschrocken, wie die Zeit vergeht. Weil es einfach auch so entspannend ist. Nicht immer, aber ich sag mal, 70%. Naja. Naja. Irgendwas sieht uns da durch. Was ist das denn? Turm, echt? Ist das die? Ach, das gehört dann wahrscheinlich hier dazu. Das ist diese Missionsgeschichte. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich dann dieser Bauernhof Hellerbacken. Kommen die hierher oder? Ne, die sind nämlich nicht da. Ah doch, jetzt kommen sie. Oh oh, das wird noch lustig hier. Da ist er. Komm. Wo ist denn jetzt wieder? Schön. Ein Hunter. Dann hoffe ich, dass der keine Gasprojektile hat. Kam jetzt aber schön... Ach du Schande. Okay, gib mir mal die A1. Komm, eher damit. Wir müssen das Ding abschalten. Okay. Was haben wir denn Schönes? Wir haben zum Beispiel das da. Komm, rein! So. Okay. Puh. Ja, das war die einzige Methode da, sich dieser Plage da zu entledigen. Gut.
bisschen hier umstellt. Ist wohl unter uns, oder was? Ja, ist genau unter uns. Da unten stehen sie. Tja. Okay, was immer doch passiert ist. Na ja, guck mal da. Die versuchen hier rein zu hüpfen, okay. Jetzt steht er da, okay. Huch, was war das denn? Okay, machen wir da auf. Ja, jetzt. Ja, natürlich so rum. Uiuiui. Oh, diese scheiß Trödemaschine, ganz ehrlich. Wo ist die denn wieder? Okay. Nachladen. Der steht da. Sehr gut. Also die können auch aufs Dach, das ist sehr gut. Steht da drin, okay, da unten. Funktioniert leider nicht. Hier irgendwas zu werfen. Haben wir. Gehen wir. Nein, die, was sind das, die 6? Okay, ein Hammer. Ah, da unten ist noch ein, okay. Warte. Da irgendwo. Achso, den hat's auch zerlegt, oder was? Ist ein Ex-Hunter. Gut, so kommen wir auch, so tragen wir ein bisschen was zum Community-Event bei. Hier ist nichts. Der eine ist wo? Warte mal, ich schau noch mal genau, wo der jetzt genau ist. Oh, diese Trödemaschine. Nervenbold. Die ist da, in dem Teil. Ach, die steht da drunter, okay. Ist die dann überhaupt noch am Leben oder ist die schon tot oder was? Scheint wohl so. Nee, scheint so. Okay, dann machen wir das anders. Haben wir noch irgendein Radio? Haben wir nicht. Gut. So, wie sieht denn das im Generellen hier aus? Okay, da ist ein zerlegter. Wo ist denn die Trödemaschine? Nee, ist sie nicht. Ah ja, sie fliegt. Sie fliegt und flieht. Wo flieht sie denn hin? Okay. Okay, und der eine steht da unten, okay. Da hinten stampft es irgendwo. Mhm. Aber nichts zu sehen. Das wäre irgendwo in der Richtung. Das ist wahrscheinlich... Der steckt wohl fest, oder was? Das ist natürlich schon ärgerlich. Okay, dann, nee, warte, ich wollte die Granate. Oh, schön, da hinten ist eine. Dann gehen wir doch wieder auf die 2.
Okay. Der raucht da unten schon fröhlich. Gut. Ist ja schon mal sehr erfreulich. Was macht der denn da unten? Okay, das hat aber wahrscheinlich noch nicht gereicht. Ja. Shit, das ist viel zu weit weg. Okay, wir müssen viel kürzer zielen. Eher so. Sonst noch einer hier? Oder die Musik klingt schon wieder sehr beruhigend. Hä? Ist jetzt gekrautscht oder nicht? Tja. War das jetzt der Kampf? Hat das Punkte gebracht? Ich hab gar nicht geguckt. Er müsste ja, wenn der Kampf rum ist, müsste es ja Punkte gebracht haben. Nachgeladen. Wir haben leider keine Granaten mehr jetzt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und da es die ja auch nicht gibt hier in diesen Dingen. Ja, joho. Ein Festivalarmband, ne? Das ist natürlich schon wichtig. Okay. Das Ding können wir nehmen. Ja, das hat sich irgendwie da unter festgebackt oder so. Ja, jetzt geh doch mal ran. Wie bitte was? Ach so, weil das Ding in die Luft geflogen ist, hat das einen EMP-Schaden bekommen. Okay. Das jetzt? Drei oder so. Ach, Mensch, habt ihr keine echten Munition? Das kann nicht sein. Nee. Das waren alle, okay, es waren drei. Na gut. Und die haben nur Platzpatronen. Da liegen die Teile. Jetzt das Haus eigentlich durchsucht. Das ist völlig egal. Find's ja eh nix. Find's ja eh nix. So, was hier mit dem Traktor? Nix. Okay. Jeans. Sonst nix, okay. Ja, wenn kein Radius mehr. Ach, das ist echt zum Kotzen. Ja, dass die Dinger halt müsste. Man müsste halt. Wahrscheinlich. Ja gut, das Ding. Die Sache ist ja die, das müssen wir ja auch irgendwann einnehmen. Aber das machen wir vielleicht eher von hier, irgendwie von hier oben, oder? Ich weiß ja nicht mal, was das hier unten ist. Ich persönlich würde sagen, wir gehen. Reicht das von der Zeit her? Warte mal, wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist da. Südosten. Wahrscheinlich noch nicht. Dass man wieder nach Fiskebeck geht. Dann würde ich sagen, wir versuchen, in die Richtung weiterzukommen. Ach, da ist auch noch ein Hunter. Ah ja, okay. Aber der hat wahrscheinlich auch nur Platzpatronen. Ja, natürlich. Schreckschussmunition. Nichts. Da müssen wir halt ein bisschen haushalten. Ach du Schande, ernsthaft. Nur noch 99 extra. Moment, welche hast du da drauf auf dem Vierer? Die FMJ, okay. Ansonsten hätten wir noch die, okay. Die härtere, die panzerbrechende. So, was haben wir hier? Okay, da haben wir noch genug. Also hier haben wir noch. Moment, das ist auch. Das ist Softpoint und das ist Vollmantel und das ist Teilmantel, genau. Wir bleiben erst nochmal auf Teilmantel. Ja, genau. Und für die. Echt? Was haben wir? Da haben wir nur diese FMJs. Ne, wir haben auch die APs, okay. Gut. Oh ja. Der hatte keinen Bock. Tja, leck mich. Ist ehrlich. Die kriegen das doch wohin? Das sind vier Hunter. Also bitte. Ich würde es nicht gedacht haben. Tja.
Ich würde sagen, wenn wir den nächsten Unterschlupf haben, vielleicht gibt es ja da Richtung 1 ein, vielleicht auch an diesem Leuchtturm, dann müsste man nochmal nach Fiskebeck zurück und da nochmal genauer in die Container gucken. Ich hoffe, die sind nachgefüllt dann, weil wenn die dann weiterhin leer bleiben, dann ist tatsächlich problematisch. Und es gab ja auch keinen, ihr habt ja gesehen, es gab keinen Patch, um das Problemchen zu beheben. Genau, da unten waren wir schon. Die Villa Solhöden. Ah, der Leuchtturm, cool. Hier draußen gibt es auch nicht mehr so viele Funkfeuer oder Relais-Antennen. Oh, oh. Nicht so günstig. Ja, da sieht er ja, da ist ja ganz schön was los mit diesen Cliffs. Da musst du ein bisschen, darfst du nicht in den Hinterhalt geraten, sonst kannst du dir überlegen, ob du dich abknallen lässt. Oder dich in den Tod stürzt. Das sind zwei Möglichkeiten. Also ich meine, die Wahl steht dir frei. Das Ergebnis ist relativ identisch. So, wie weit sind wir noch? Das ist der Leuchtturm, okay. Dann ist das wahrscheinlich wieder irgendwie so Fischerdorf-mäßig oder so. Hier ist auch noch kein Unterschlupf angezeigt. Doch, jetzt. Ist aber nicht der Leuchtturm, okay. Der Leuchtturm ist kein Unterschlupf diesmal. Doch ist er. Okay. Ja, weil es halt 360 Grad oben sind, sieht das halt so aus, als wäre das... Ich meine, man hätte es ja auch über die komplette Breite strecken können, diese Anzeige oben. Dass man sagt, die ist halt über die komplette Breite, dann hast du nicht mehr das Gefühl, es ist nur leicht links vorne. Hier hört es sich auch nicht sehr laut an. Gut, unter den Umständen kann man auch... Hiesings Udde! Eine Waffe, ein Sammelgegenstand. Ja, den Sammelgegenstand haben wir leider in der Villa nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, wo der... Hä? Ist da kein Eingang? Na doch. Naja. Hier ist nicht... Oh, 28 für die... Für 5er, das ist der Hammer. Na komm, nimm. Nur die beiden, bitte. Die Möller haben wir schon lange nicht mehr. Ich bin auch froh drüber. Ah ja. Okay, ist wieder eine gepisst oder sowas. Ja, dann steck halt die rote Buddel dahin. Ist ja egal. Oder? Ja, ist tatsächlich eine gepisst, okay. Ja, die kannst du behalten. Aber sonst irgendwas, was wir nicht brauchen. Ja, okay. Fortschritt. Ja, irgendwie, ich verwende dieses Sanitäterpaket nicht. Das ist, jetzt sowieso erstmal nicht, wo wir es auch nicht nachgefüllt bekommen. Hightech-Sonnenbrille Gold. Naja. Brille, Gesichtsschutz, Hightech-Sonnenbrille. Aber das ist ja die hier. Ja, die passt eigentlich besser. Hier gibt es nur ein Wort, was da drauf zutrifft. Das nennt sich Schnösel. Na komm. Machen's. Uff. Naja. Tschüss, sag ich nur. Der LKW. Da hängt er. Naja. Gott sei Dank. Die Lampen gehen noch. Sollen wir mal eine Boombox mitnehmen? Warum nicht? Brille dunkelblau. Gut, ich würde sagen, da gibt es nichts mehr. Ja. Udde ist wahrscheinlich auch so eine Art Fähre oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was Udde bedeutet. Vielleicht habe ich es mal unten reingeschrieben, wenn ich es recherchiere. In Anführungsstrichen recherchieren, weil es ja im Prinzip eigentlich nur ins Online-Dictionary-Wörterbuch gucken. Mehr ist es ja nicht.
Okay. Da oben wird es wieder laut. Ja, ja, hiesings Ute, ich weiß, wir waren hier schon. Ach, übrigens, was mir noch auffiel. Das Ding heißt nicht Elk ist du dare, sondern Elk ist du zare. Und das heißt auf Deutsch Elch stutzen. Das ist echt lustig. Ein Stutzen ist wohl so ein Gewehr für Großwild. Habe ich mal recherchiert, weil ich wissen wollte, was ist denn das? Ach, guck mal. Achso. Haben wir übersehen? Nee, haben wir nicht. Ja, das ist Elchstutzen heißt das Teil tatsächlich. Und den gibt's halt. Da kann halt das im Prinzip dieser Schaft oder dieser, wie nennt sich das Ding da unten dran, wo man es hält, der Griff, der kann halt im Prinzip bis kompletter Mündungslauf sein oder nur der halbe, wie er halt hier ist. Sehr interessant, ja. Aber es nennt sich Elk Stutzare. Stutzare, also das ist, der Schnutzen halt. Ja, nicht Stutzare. Schade. Nun werde ich es halt richtig titulieren, ja. In der nächsten Folge gehen wir auf den Leuchtturm, mal gucken, wie wir da zu Rande kommen. Wir haben schon Roboter dort gehört. Dann haben wir dort einen Unterschlupf und dann gehen wir nochmal nach Fiskebeck in der Hoffnung, dass die Container dort wieder nachgefüllt sind. Weil ich denke, inzwischen müssten 4 Stunden rum sein, als wir dort waren. Die Sonne kommt inzwischen halt ziemlich, ja, eher südöstlicher, südlicher Richtung. Das sind ja immer 3 Stunden, also von Ost nach Südost sind 3 Stunden und wir sind hier ungefähr gestartet. Wäre gut. Werden wir dann sehen. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.